komme gerade von der Tomatenernte. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ja, was machen wir da draus? Auf Brot? Nee, haben wir schon die ganze Woche. Wir machen einfach mal Tomatenmarmelade. Moin und herzlich willkommen zurück beim Kübelgärtner zu einem neuen Video. Ja, es ist Herbst, die Temperaturen gehen langsam in den Keller, um über den Winter was Herzhaftes zu zaubern. Habe ich mir gedacht, wir machen heute Tomatenmarmelade. Tomaten in Verbindung mit Chilis eignet sich sehr gut für das ein oder andere Gericht. Als Beispiele nenne ich dazu herzhafte Gerichte wie Fleisch, Knödel, Ragout. War mir bisher auch unbekannt. Marmelade in Verbindung mit Fleisch. Soll aber sehr, sehr lecker schmecken. Muss dazu sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die Marmelade hatte ich letztes Jahr schon mal gemacht. Auf dem Brot oder Brötchen sehr, sehr lecker. Ich zeige euch, wie es geht. Kommen wir erstmal zur Rezeptangabe. Wir benötigen für dieses Rezept 500 Gramm Tomaten, 500 Gramm Gelierzucker 1 zu 1, eine halbe Zitrone, eine Chilischote, eine Vanilleschote und ein Teelöffel Zimt. Dieses Rezept eignet sich für Leute, die dieses Jahr Multiflora-Sorten angebaut haben. Multiflora-Sorten werfen ja bekanntlicherweise große Mengen an Tomaten ab. Somit kann man sehr viel verarbeiten, wenn man nicht mehr weiß, wohin damit. Wir nehmen uns unsere Schüssel mit den Tomaten mal vor, entfernen den Strunk. Schneiden die Tomate in der Unterseite einmal ein in ein Kreuz, um die Schale im Anschluss besser entfernen zu können. In der Küche angekommen, benötigen wir zwei Töpfe, eins mit kochendem Wasser und eins mit kaltem Wasser, idealerweise Eiswasser. Wir nehmen unsere Tomaten vor, halten die kurz in kochendem Wasser und geben die in Anschluss in den Topf mit dem Eiswasser zum Abschrecken. Nun gilt es, die Tomaten von der Haut zu entfernen. Nachdem die Tomate von der Haut abgezogen ist, schneidet ihr einmal auf. Nehmt das Kerngehäuse raus. Die Tomaten klein schneiden und in einen Topf geben. Das Ganze kochen wir später auf. Die Tomaten haben wir soweit verarbeitet. Kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar bearbeiten wir die Chilis, entfernen die vom Strunk. Schneiden die einmal auf.
entfernen das Kerngehäuse. Anschließend schneiden wir die Chilis in kleinen Würfeln. Die Chilis geben wir in den Topf mit hinzu. Als nächstes nehmen wir uns unsere Zitrone hinzu. Im Rezept steht zwar halbe Zitrone. Bei der Größe, denke ich mal, können wir die ganze nehmen. Pressen wir die einmal aus. Geben wir unseren 1 zu 1 Gelierzucker hinzu. Im Anschluss werden die Tomaten und der Zucker einmal ordentlich durchgerührt. Man kann hier ja schon deutlich sehen, dass der Saft aus den Tomaten entweicht. Wenn ihr damit fertig seid, lasst die ganze Masse für circa eine Stunde durchziehen. So, weiter geht's. Das Ganze haben wir eine Stunde ziehen lassen. Stellen wir erstmal beiseite. Denn wir brauchen jetzt eine Vanilleschote. Die schneiden wir auf. Und diese schneiden wir einmal in der Mitte auf. Und geben die zu den Tomaten hinzu. Des Weiteren der Zimt. Ich habe, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Kraft bekommt, eine Zimtstange noch hinzugegeben. Kommt ebenfalls hinzu. Im nächsten Schritt wird das Ganze aufgekocht. Unser Topf kocht jetzt. Den stellen wir erstmal für 20 Minuten beiseite, lassen das Ganze durchziehen. Danach wird der Topf nochmal für 10 Minuten aufgekocht und in den Gläsern abgefüllt. Wir nutzen die kurze Pause, um unsere Gläser vorzubereiten, halt sterilisieren, einmal ordentlich abkochen, damit sich keine Bakterien bilden. Kochen wir unsere Marmelade nochmals auf. Jetzt lasst ihr eure Marmelade für 10 Minuten nochmal ordentlich durchkochen, bevor ihr diese in den Gläsern abfüllt. Unsere Marmelade hat jetzt 10 Minuten gekocht. Nehmen wir mal unsere Zimtstange und die Vanilleschote raus. Mal finden. Ah, hier. Als nächstes füllen wir das Ganze in unsere Gläser ab. Nach dem Einfüllen natürlich Deckel drauf und stellt das Glas für 5 Minuten auf den Kopf, damit sich keine Keime bilden können. Unsere Marmelade ist fertig. Das sind insgesamt 4 Gläser à 200 Milliliter geworden. Das Gute ist, es ist nicht ganz so fest, auch nicht ganz so flüssig. Genau richtig, so wie ich das mag. Ja, meine Lieben, damit sind wir mit diesem Video für heute durch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, der Kübelgärtner.